Willkommen zurück, ihr Lieben, zu... Minecraft. Du fängst viel aus zu großer Höhe. Der hat doch vergessen zu essen zwischendurch. Der war doch schon fast unten. Ja, eben. Ich dachte, das schaffe ich noch. Naja, gut. Ja, gut. Willkommen zurück zu Minecraft. Und ich muss noch ein Versprechen einlösen. Ich muss nämlich noch Houdini dingsen. Houdini! Jetzt kommen die ganzen Zorbes hier. Und die musste dingsen, sagst du. So. Die kloppen nämlich hier schon an die Tür wie so ein paar Bekloppte. Zombies. Alter, du bist nicht alleine hier. Alleine. Ach, da ist er. Das klingt schon fast, als würde er uns süß finden. Ich finde ihn irgendwie ganz niedlich, doch? Mit dem Sechsschimmel. Hallo. Komm, Timmy, komm. Hund ist noch mehr als nice. Was? Sag mal Houdini. Der macht bloß... Ja, abwarten. Bereitet sich der mental gerade drauf vor. Komm, mach's, sag's. Guck nicht so blöd, dann sag Houdini. Later. Da war's. Komm doch mal. Komm, einmal noch. Freuen können. Einmal noch. Komm sogar auch noch. Komm, sag's nochmal. Jetzt wirst du ja, die Tür offen. Zauber! Nicht die Tür offen stehen lassen, die dürfen nicht abhauen. Habt ihr gehört, Jungs? Der redet mit dir. Na, sag, komm, komm. Kriegst du Kapram? Houdini! Houdini? Was mach mal In-Game-Boysing hier? Houdini? Was, eine Anmalt? Houdini? Das ist nicht wirklich mit denen, oder? Ich sag Houdini und der nickt mir zu und sagt Houdini. Ah, oh, wie geil. Ach, ist das schön, die Zeitgenossen. Schade, dass wir sie einsperren müssen. Ja, sie sind noch frei. Fühl dich frei. Arbeiten ja da, ne? No. Macht ja auch frei. Hast du das gerade gesagt? Ey, nicht dein Ernst. Hast du das gerade gesagt? Alter. Das Alter. Ich finde, das steht in gar keinen Zusammenhang. Ich weiß, das kannst du denken, drin. Alter, aber nicht sagen. Das ist krass, umso länger wir dieses Let's Play-Channel haben, umso mehr fallen hier die Hemmungen, ist doch Wahnsinn. Umso öfter reden wir über Donald Duck und so, ne? Mickey Mouse, Alfred Quack, Walt Disney. Ich weiß noch, am Anfang haben wir ganz genau überlegt, was wir so sagen. Ich überlege da immer noch ganz genau, was ja, ich ja, sage. Ja, ja, das habe ich gerade gemerkt. Hat man gerade eben gemerkt, ja. Ja, kommen nur ausgewählte Sätze raus. Die deiner arischen Abstammung gerecht werden. Sag mal, nur aus deiner tiefsten Überzeugung. Sag mal, ihr Nazis, Alter, was quatscht ihr? Wie schneller versucht, heißt er. Naja, um zu pullen hier. Guten Tag, Rick. Aber jetzt nichts auch vor dir stehen und sagen, Sie Kai, mein Führer oder sowas? Alter. Nö. So übertrieben doch nicht. Ihr müsst ja nicht unbedingt direkt vor mir stehen. Da bin ich liberal. So, Spaß beiseite. Du musst natürlich immer Sieg Heil sagen. Alter, könntest du jetzt mal aufhören? Okay, mein Führer. Ich meine, das ist doch nicht mehr normal. Nein, man muss das ein bisschen mit Humor sehen und sich einfach drüber lustig machen. Ja, genau. Sonst kann man das ja gar nicht ertragen. Ich meine, dafür sind ja auch Nazis da, um sich über sie lustig zu machen. Naja. Och, nö. Och, cool. Ist das schon wieder runtergefallen? Nein. Nein. Ich hab nur geguckt, was so geht. Und was geht so? Ey, wo ist denn mein übelst geiler Mega-Helm? Sag's ja ganz konkret, den ein hab ich. Ein Mega-Helm? Warum hast du den denn? Hat der Pole dir geklaut. Ja, das war wieder klar. Wer ist Pole? Naja. Mr. Sixki.
Genau. Ist das Sixpack? Klingt so nach Sixpack. Das ist eigentlich Michaelischer Kowalowski. Was? Die Abkürzung ist Mr. Sig. Irgendwas mit Locken habe ich verstanden. Was mit Locken? Achso, du brauchst ja das Gerüst noch. Diese, das sind ja noch nicht die Dinger hier gemacht. Dann bist du selber schuld, also dann wirfst du denn die Krone auch weg. Schon mal Glas. Brauchen wir noch Granit, ja, ne? Oder hast du den noch? Granit habe ich noch. Ja. Ein bisschen, was willst du damit machen? Die Fresse polieren. Na, wir müssen doch hier noch die... Die Giebeln. Ja, hast recht. Hab ich ganz vergessen, hab ich ausgeblendet. Weißt du, was wir noch machen könnten? Von unten sieht es so ein bisschen dünner aus. Wir könnten noch oben an den Turm ans Dach, könnten wir noch Slabs dranhauen, damit er ein bisschen breiter ist. Dein Arsch das noch breiter, dass er weiter übersteht, meinst du? Ja. Boah, ich war heute umgezogen. Wieso? Warum? War heute nicht lieb. Oh nee, warte mal, das geht so nicht, oder? Wieso hast du fremde Frauen wieder an die Brüste gefasst? Ja. Geil. Nee, was hast du denn gemacht? Wirklich jemanden an die Brüste gefasst. Jemanden? Nee, noch eine Frau halt. So eine Fetten! Ja. Eine Frau. Und, was hat sie gesagt? Meine gehauen. Und? Ich sag, na, ernsthaft jetzt? Ja. War das gut? Ja, ging so. Hätte ein bisschen teurer sein können. Dini! Och nein, Mann, das geht doch so nicht. Ihr müsst schon mal mitmachen, ihr blöden Dachziegel. Dachziegel, blöd. Komm ran hier. Zahnbürstenlänge. Vor allen Dingen Näterzeugs. Oh. Wir haben ja viel Quarz. Nicht? Wir haben viel Quarz. Das reicht, oder? Ja, das geht ja noch. Oh, runtergefallen. Ein Stück Erde. So, brauchen wir jetzt noch Granit? Jetzt hab ich schon wieder vergessen. Granit? Wofür? Ja. Ach ja, doch. Ja, klar, Granit. Rick, Alter, du bist... Das ist doch Wahnsinn eigentlich. Ich verwechsel Granit immer mit Marmor hier, diesem... Ja, natürlich mit Marmor. Nee, wie hieß denn das hier? Quarz, Mann. Warum? Weiß ich nicht. Ich denke, du redest von Quarz, wenn du Granit sagst. Ich weiß auch nicht, warum. Kannst du nicht erklären. Warum verwirrst du mich denn so? Kannst du mir das nicht erklären? Weiß nicht, vielleicht... Weiß nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht sollten... Vielleicht sind wir verliebt. Vielleicht sollten wir uns küssen, um das Eis zu brechen. Ja, bitte. Klingt nach einer Idee. Hast du das bei deinem Date gesagt? Bitte? Hast du das letztens zu deinem Date auch gesagt? Nein. Vielleicht sollten wir Sex haben miteinander, um das Eis zu brechen. Vielleicht sollst du ihn einfach im Mund nehmen, um das Eis zu brechen. Jetzt weiß ich gar nicht mal, wie ich hier rauskommen soll. Ich habe gestern auch so einen Bericht gesehen über Mallorca, Ballermann, neue Gesetze und... Bist du das im Fernsehen geguckt oder was? Ja, ja. Hä, warum machst du denn sowas? Das ist eine gute Frage. Ist ja ekelhaft. Da ist mir aber auch ein was ist mir aufgefallen. Und zwar, da kam... Nur ein was? Besonders tough oder irgend so ein Rotz. Die haben extrem einen auf jugendlich gemacht. Das wirkt jetzt schon fast so wie ein YouTube-Sketch. Ernsthaft? War echt. Was haben sie denn gemacht? Irgendwie. Haben sie ganz oft Fotze und. Nee, das ist ja immer irgendwie so ein Kerl und so ein Mädel. Das ist zu mir. Der Kerl ist die ganze Zeit durch das Studio hin und her gerannt. Arsch. Und hat der immer auf den Arsch gehauen. Was? Ja. Ach, war das dieser der Gebräunte? Ja. Der ist total lustig. Wie heißt denn der? Daniel? Nee, das war jemand anderes. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich den voll witzig. Weil er so blöd ist. Ich hab keine Ahnung, von wem er redet. Dachverditsch. Das war ein Achso, nee, wollte man die Steps dran machen, hast du gesagt. Ja, hast du welche? Ich hab sogar welche einstecken, ja. Ah, du bist ja ein Pro, Alter. Ah, Fuchs. So, wie machst du das jetzt? Machst du erstmal eine Reihe Granit, würde ich sagen. Komm hier nicht ran, Digga. Hm? Komm hier nicht ran. Erstmal runter und dann wieder hoch.
Wir haben in den Giebeln unten diese Steinziegel als ja noch so eine Kante sozusagen. Ja. Die nimmst du gleich so, wie die ist, auch als Fensterbretter. Ach so, dann machst du jetzt oben drauf einfach mal eine Reihe roten Steine hier. Ach, hab ich doch gerade. Ja? Mensch, ja. Die machst du da oben drauf und da lässt du schon die Lücke für die Fenster. Und zwar genau über den anderen Fenstern. Dann sind die auch genau unter der Spitze vom Giebel. Toll, jetzt sehe ich das gerade nicht, wo die Fenster sind. Genau in der Mitte. Wie groß sind die? 2 breit, 4 hoch. 2 breit. 1, 2. Oh, check ich gerade nicht. 1, 2, Polizei. Ab wo es hier losgeht. Meinst du mit, wo es losgeht? Na, mit den Fenstern. Ach, hier. Ach, hier ganz rechts gleich. Okay, 1. Wo ist das nächste? Dann bloß hier links los. 2. Ich kann jetzt gerade nicht folgen. Ah, ja. Du willst wissen, wo die Fenster, an welcher Stelle die unten drunter sind. Ja. Jungs, ich glaube, ich bin schwul. Na, das... Na, jetzt sag es endlich. Ja. Ich bin immer ein Steifen, wenn ich kacken bin. Das ist echt... Das ist ja über meine Nazi-Witze hier noch ja irgendwie sich aufregen, weißt du? Du recht. Die Zuschauer haben es schon wieder fast vergessen. Und du holst es jetzt wieder hoch. Was, die Keil? Ja, mein Führer. La 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 la. Sagt er. Und hat's auch so gemeint. Hab ich. Wird nämlich alles fotzen. So. Na, na, na. Ich hab euch alle beobachtet. Und ich bin zu einem Entschluss gekommen. Geil. Ihr habt alle gefickt. Du bist scheiße, du bist cool. Ist einfach so also unvergesslich, oder? Ja. Einfach nur geil. Die Oma da auch noch da steht und so grinst. Du bist cool. Ach ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wer jetzt erraten konnte, welche Filmtitel gemeint kriegt mit mir von mir einen One-Night-Stand. Ich habe übrigens letztens im Facebook so einen geilen, hat innerhalb was, die geilste Dance-Szene aus einem Film gepostet. Und ich musste instant zustimmen. Und es war nicht Dirty Dancing. Nein. Ui. Das war's. War. Napoleon Dynamite auf seiner Schulvorführung. Wie geil. Vote for Pedro. Weiß gar nicht mehr, was er da getanzt hat. Das ist schon so lange her. Das ist so geil. Ohne Mist, das musst du dir unbedingt nochmal reinziehen. In seine Schulaufführung, die das, was er da getanzt hat. Hammergeil. Ja. Napoleon Dynamite. Legendär. War noch so ein richer Mann, weißt du? Ja, genau. Ich sterbe. Nicht. Was, wo bist du? Was? Alter, mit einem Herz überlebt. Wo bist denn du eigentlich? In die Schlucht gefallen. Hm. Alter, das war jetzt aber fotznarscharf. Ich springe natürlich auch wieder runter. Oh Mann, ey. Na? Willst du mich eigentlich rollen, oder was? Ja. Ich flieg in die eine Schlucht rein, um noch eine nächste Schlucht zu entdecken. Wir haben 2 Schluchten bei uns in der... Im Schlucht. Schlucht. Im Schlot. Schlot. Ach, das... Nee, warte mal, das war der Durchgang zu denen, oder? Ist das komplett neu? Ich habe keine Ahnung. Wir haben 2 Schluchten in der Schlucht. Wir haben 2 Schluchten in der Schlucht. Ja, ist geil. 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 Auch schon lange nicht mehr. Ne? Geil. Ach, nee. Du bist ganz schön kacken, wisst ihr das? Wie lange geht die Folge jetzt noch? 5 Minuten. Sehr schön. Was ist denn nur los heute? Was denn? Nur ehrlich.
denn so schlimm? Nix. Es riecht nur unangenehm. Nee, es riecht doch keiner. Ich warte doch noch die 5 Minuten. Geruchs-YouTube. Boah, nee, das ist echt uncool. Geruchs-YouTube, ja. Vor allem, wenn in der Kacken geht. Two Girls, One Cup. Ey, Alter, wie krass ist das denn eigentlich, dass die hier, wie hieß diese Frikite ungefickte Tunde nochmal? Dagi B. Dagi B. Alter, ist das gemein. Alter, ey, aber die hat ja überhaupt keine Freunde auf der Welt. Also warum, die, also egal, wo ich bin, also egal, ich habe jetzt schon andere, größere YouTuber sowas von über die Herzen hören, ja? Aber so richtig, ich glaube, bei PietSmiet letztens, im Podcast. Hatte die nicht irgend so einen berühmten Freund, der so ein Rap-Album gemacht hat? Lions. Naja. Die haben das so über die abgelästert. Na, nicht nur die, das machen viele, ja. Ey, aber übel krank. Na, die ist auch von so einem Typen hier im Management, oder? Der hat doch so einen Manager, wie hieß denn der hier? So ein Schauspieler, Film, Fernsehen. Naja. Ja. Wie hieß denn dieser Typ, ey? Ich komm da nicht drauf. Keine Ahnung, auf jeden Fall. War so ein Schauspieler von GZSZ oder irgend sowas. Ja, weil das Das Problem ist bei Ducky B und Bibi's Beauty Palace, was ja irgendwie ein und dasselbe ist, ist das Problem, dass sie wirklich, also wirklich gezielt darauf aussehen, Produkte zu platzieren. Die Produkte zu platzieren und die jungen Fans auszunehmen einfach. Das ist der Hintergrund. Ich habe mit denen noch nicht reingezogen, aber ich fand es halt einfach nur krass, wie viel es sind. Also ich dachte erst so, sind halt ein paar, weißt du, so irgendwie gar nicht hier cool. Hier geht's ja, wir sind von eine Schlucht connected zu unserem Rathaus unten dort, ist ja egal. Cool. Ich dachte halt, das ist nur ab und an, also so ein paar wenige sind, weißt du, so. Ja. Aber das ist ja, die wird ja echt rund gemacht und das ist so übel. Also selbst bei uns, auch bei uns im 99 Damage Forum, ne? Reporten User sich gegenseitig, weil der eine heißt irgendwie Ducky B-Fan oder sowas. Und der schreibt nichts Böses und oder die oder weiß ich ja nicht. Oder S, ja. Und da kommen die ganzen anderen User von 99 Damage reporten den oder die. Weil, und es steht als Begründung immer, Ducky B ist nicht cool. Ducky B ist scheiße. Okay. Und so, finde ich jetzt aber auch eine blöde Begründung, aber. Ja, okay. Ja, es macht es nicht einfacher bei 19 Damage, aber ist krass, wie weitreichend es ist. So, das wollte ich damit sagen. Und das ist halt echt, dass so viele mit der Meinung dastehen, das hätte ich halt nicht gedacht. Ey, tatsächlich, ich bin hier. Lol. Bin da hinten an der Schlucht irgendwo runtergefallen, ne? Ja. Guck mal, wo ich rauskomme. Wo denn? Rathaus. Unterm Rathaus, oder was? Ja. Rathaus. Hast du normale Quarzblöcke, Digga? Nee. Nee. Holisch. Ein Rathausturm fertig. Aber da ist noch kein Innenleben drin. Und letztens war das, glaube ich, habe ich noch kannte diesen Sami Salami oder wie auch immer. Ja, Salmani, ja. Den kann ja auch irgendwie keiner leiden. Ja. Also ich habe das ja, ich habe ja, bin ja erst aufmerksam auf den geworden, als David Hein da irgendwie vor ein paar Monaten ganz schön über den gelästert hat. Also ich habe den das erste Mal gesehen, als den Jan Böhmermann mit der Schrotflinte erschossen hat. Ah ja, genau. Mr. Tutorial, Herr Tutorial. Genau. Dann habe ich halt gestern irgendwie auf der Facebook-Seite von Kronk oder vor ein paar Tagen mitgekriegt, dass der jetzt auch Werbung für Kick gemacht hat. Naja. Ah, der Typ, der Sami Salami sein. Ja, ja, dieses Salami-Typ. So Typen, die mit YouTube angefangen haben, um das zu machen, worauf sie Bock haben. Und jetzt sind sie selber im Fernsehen sozusagen. Und also, da hing ich da und dachte mir so, wow, wie krass ist das denn, dass der so anscheinend komplett unreflektiert Werbung für Kick macht. So ganz freiwillig. So Kinderarbeit, Hechte Kinderarbeit, weißt du? So, und es gibt halt Kohle, ne? Ja, das ist halt, also das finde ich dann schon, ne? Das finde ich richtig traurig irgendwie. Digga, brauchst du noch polierten? Nee. Ich wollte bloß sagen, der Mr. Sigge darf jetzt erstmal auf Toilette gehen, denn die Folge ist vorbei. Jo, ich darf kacken. Und dann darfst du jetzt mal einen abseilen. Jetzt brauche ich nicht, muss ich nicht mal kacken. Und jetzt sehen wir uns beim
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir können jetzt hier, wir können jetzt auch nahtlos weitergehen. Macht's gut, jetzt hat es schon rausgelassen. Komm schon, na los. Alles klar. Jetzt müsstest du langsam auch wieder da sein, ne? Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.